Auf Platz 2. Auf Platz 2, welches Sie. Thomas! Und auf Platz 1, Janne Schüller. Gruppe auf Platz 2 und 4 und Platz 3. Fritz Böhner, Scholz. Jan Matthias auf Platz 2, auf Lübeck. Auf Platz 1, Lukas Jäger aus Schaumburg. Platz 3, Lübeck. Igor! Auf Platz 2, Lenny Connor aus der Bäume. Und hoch aus dem Norden, aus Grömitz, auf Platz 1, Janine. Spannend. Jetzt haben wir die Teams, und zwar im Katerbereich, gemischt Mädels und Jungs zusammen in einer Gruppe. Auf Platz 3, Yoshino Ko. Auf Platz 2, ich habe heute mehr. Auf Platz 1, Yoshino 1. Und der letzte Wettbewerb, der heute stattgefunden hat, war Kumite Teams auf Platz 3, Lübeck, Jury 1. Auf Platz 2, Yoshino 2. Platz 1, Yoshino 1. Bevor wir dann das Turnier offiziell beenden, noch zwei, drei Sätze. Also mir hat die ganze Geschichte hier viel Spaß gemacht, es ist ganz toll gelaufen. Auch so, ich habe euch beobachtet, tolle Leistung, viel Spaß. Es gab nicht diese ausgeprägte Konkurrenz, sondern das Miteinander, das soll es auch sein. Gerade das Miteinander, es gibt zweimal irgendwelche Sieger, irgendwelche Gewinner, aber Verlierer, das könnt ihr glauben, gibt es nie. Es gibt nicht Verlierer gerade. Es gehört auch Mut. Ich habe so den Nachwuchs gesehen. Hut ab, Respekt vor eurem Mut. Es ist ganz toll, dass ihr hier gewesen seid. Vielen Dank nochmal an die Kampfrichter. Vielen Dank nochmal an Jürgen und sein Team. Wir kommen gerne wieder nach Lübeck. Vielen Dank an die Eltern, dass ihr hier gewesen seid, dass ihr die Kinder gefahren habt. Ohne euch geht das auch nicht. Ich sehe immer wieder die Eltern. Ganz toll. Auch mal jetzt die Kinderapplaus an die Eltern. Ganz toll. Zwei Sachen möchte ich noch sagen. Die nächste spannende Geschichte neben den Seminaren, die wir haben werden. Nächstes Jahr am 6. März, das ist der 6. März, findet ein größeres Turnier statt. Wir können alle schauen, Kinder und die Großen, am 6. März in Scharbeutz, der Ostseekampf. Und nächstes Jahr um diese Zeit, das wird dann wieder sein, das 1. November, auf einmal klar, legale Fahrt. Das haben wir jetzt, das 2. November, wo wir wieder das Kinderturnier.
Ja, kommt ihr gut nach Hause, dann beenden wir jetzt die Meisterschaft. Aber...